So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, und ich wollte eigentlich zu der Speicherstation hin und da werde ich von dem Typ angeplant. Naja gut, wir wollen eigentlich nochmal kurz speichern und dann den Part anfangen, aber na gut. Hey, was macht ihr da? Wollte zur Speicherstation. Na gut, dann fange ich halt direkt an. Ja, was haben wir denn letzten Part gemacht? Letzten Part haben wir das Colosseum gewonnen und sind hier in das Gebäude reingekommen. Wo wir doch jetzt einfach mal ein paar Typen aufs Maul hauen, ne? Würde ich mal sagen. Einfach mal ein bisschen in die Fresse rein. So. Bis auf... Ja, genau. Und Waffe. War verkehrt rum, aber egal. Oh, da nehme ich eine Menge Spezialverteidigung. Jo. Jo, das sieht man. Jo. Notsituation, ja, das hat keine Wirkung, glaube ich so. Notsituation passt die KP von einem den Gegner an. Tackle! Macht flüstern. Sieht lustig aus, würde ich sagen. Lalalala, lalalala. Wie fahre ich denn fort? Bis auf Schweifini und ich schau mal, ob Rückkehr reicht. Ich glaube zwar nicht, aber. Oder? Ich mach den Rückkehrschaden. So! Oh, wow! Okay, da ist ja ganz stark eigentlich, ne? Und Rückkehr hat eine Maximalstärke von 102, also ist aber auf der vollen Freundschaft. Ich weiß nicht, wie von Anfang Freundschaft ist auf dem Spiel. Naja, egal. So, Biss und tot. Direkt von so einem Gegner angelabert. Was soll das? Mein Gott. Naja. Lalalala. Stark für mich, ja. Wir bekommen Geld. Ich bin zu schwach. Ich muss mir noch ein paar Level aufsteigen. Ja. Und hier war noch so eine Frau. Nimm mal die Belohnung, den ist auch leider verboten. Rasamoni, okay. Lala, lala. Party, oh, Party, oh. Nachtion. Nachtion ist böse. Böse. Aber ich glaube, Nachtion hat gar keine Verteidigung, oder? Ich glaube, Nachtion hat jetzt nur eine Menge Angriff. Ich muss wieder rüber. Zack, zack. Konfusion. Hä? Haben wir Wolf erwähnt, das ist schön. Mal sehen, wie viel bis abzieht, wie viel zieht er noch nicht ab. Naja, gut. Naja. Er ist schlechter als Dreck, ne? Büffler. Stüffel, Stüffel. Sandgrab. Uiuiui. Ui, ui. Wir hatten dafür noch nicht Boden-Pokémon von Piao. Also da steht jemand auf Boden-Pokémon. Auch generell bei den Trainern so. Der eine war Käfer-Fetischist. Der zweite war Vogel-Fetischist und der ist jetzt ein Boden-Fetischist. Okay. Warum auch nicht? Das nützt ihnen aber auch nichts, denn die sind jetzt Geschichte. Boden. Lalalala. Und ich hoffe, dass Nachtara das zweite auch erledigt. Na klar. Nachtion! Oder wie auch immer das schreit, keine Ahnung. Lalalala. Unglaublich! Und ich habe eine tiefe Stimme bekommen, weil ich's kann! Oh, wir bekommen Geld. Mhm. Eine Benutzer des Aufzugs ist trotzdem verboten! Ja, ist ja gut. So, hier liegt übrigens noch was Leuchtendes. Light findet eine Kulpa-Akte. Er hält eine Kulpa-Akte. Auf der Akte steht FM. Willst du die Akte durchlesen? Ja, warum nicht? Furiemodus. Die Abnormitäten im Verhalten der Grippebomben werden vermutlich durch deren extreme Kampftauglichkeit hervorgerufen. Die Ignorieren von Befehlen sowie der Tendenz im Kampf Trainer anzugreifen, haben wir den Namen Furiemodus gegeben. Im Furiemodus steigt die Volltrefferquote der Attacke Kryptoschlag. Dafür aber verlieren Items ihre Wirkung. Um den Furiemodus zu wenden, beruft der Trainer im Kampf den Namen des Pokémon, was allerdings einen entscheidenden Nachteil hat. Ruft man den Namen des Pokémon, so öffnet sich das Herz des Pokémon ein kleines Stück. Diese Tatsache fordert dringend weitere Forschungen.
Professor Kulber, Leiter des Krypto-Bomben-Labors. Okay. Warum nicht? So, ich möchte jetzt aber meine Pokémon erstmal heilen. Das kann ich nämlich hier. Ja, heilen. Blablabla. Deine Pokémon sind wieder frisch und wunderbar. Und auf die Gefahr hin, dass ich die Aufnahme verkacke, speichere ich jetzt einfach mal. Ne? Weil ich's kann. Ich muss mal wieder speichern. Wurden fast 3 Stunden schon gespielt. Wow. Okay. Jetzt gehen wir doch mal ein Stockwerk nach oben. Ich habe mir gerade aufgeklitscht. Naja, gut. Warum nicht? Hallo, Typ. Na? Meine Bombe hat schon auf eine Gelegenheit loszuschlagen. Okay. Rocker List. Was ist bitte List schon wieder für ein Name? Also ganz seltsame Name in diesem Spiel. Naja. Larvita! Boah, Larvita, das ist eine coole Zeit. Despotar. Das ist cool. Despotar ist cool. Oh yeah. Was mache ich denn? Ich setze den Biss auf Larvita ein und die Rückkehr auf Kalibana. Denn Kalibana ist Wasser- und Licht-Pokémon und Unlicht, da hat leider keine Lust. Das ist... Naja. Nicht ganz so pralle. Merbe. Ja, so haben wir ja schon mal besiegt. Wasserboden, kein Problem. Maus voll. Lololololololol. What the hell? Was zur Hölle? Dachtara? Was geht denn hier ab? Stark? Ich wollte eigentlich keine Rückkehr einsetzen, aber na gut. Okay, stark, verdammt. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ist wirklich stark. Wow. Hat ja dann trotzdem gepasst, auch ohne Konfusion. Darum geht es. Schöne Sache. Wieder blinkt auch gar nicht. Lass doch nicht wahr sein! Doch. Gewinn 500 Pokédollar. Oh ja, unser Geldbestand wächst wieder. Meine Pokémon haben noch nicht lange nicht genug. Aber für dieses Mal verschone ich euch. Ja, bloß weil du keine Chance hast, Kollege. Ich eine Unverschämtheit, ungewöhnlich gewöhnliche Pokémon. Jäger Terry. Ja, wir kommen jetzt in einen Kampf nach den anderen, aber da, daran müsst ihr euch schon mal gewöhnen, wenn ihr das jetzt lesen wollt. Denn das wird hier auf der Fall sein. Ein Remoraid, okay. Haha! Diana! Und wir haben uns Diana 3 wahrscheinlich. Diana! Und da ist Magnetino, das fühlt mir missfallen. Mach ich wieder von Strahl auf dieses blöde Stahl-Pokémon. Bäh! Boah, so ein Fitzel-KP wieder, ey, das ist schlimm. Mach den Kilo wurde verwirrt. Und gleich ist eins meiner Pokémon auch verwirrt. Ja, natürlich. Mann! So. Donnerschock. Uiuiui. Tut weh. Ja, Magnetino hat einen großen Spitz. Ja, Landgriff! Und Mann! Das ist nicht schön. Das war jetzt gar nicht schön. Nee, nee, nee. Ich mache jetzt mal die komische Reparatur. Und nerv mich ein bisschen. Ja. Piep, piep. Ja, ja. Genau. Lalalala. Jana ist leider verwirrt und paralysiert. Das ist schlecht. Am Magnetilo geht's da endlich. Aber es kommt natürlich trotzdem mit seiner Attacke durch. Weil es ja klar ist. Wow. Das haut ordentlich rein, dieses Teil. Und sagt da, Beiß ist tot. Ja, es zieht so wenig ab. Ja, na, greif an. Dankeschön. Man. Warum ist das so bedacht?
direkt zurück, ne? Das ist gut. Bam, 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 bam. Ich hasse Stahlbohr. Ich hasse sie. Auf dieses Spiel. Das ist Stahlbohr ja in Ordnung, aber hier. Ach, shit, Jana, du greifst an, das finde ich voll nicht. Bam, hit die auf mich. Dann geht es down. Wir haben wieder einen Kampf geschafft. Yay, und ich darf gleich wieder heil laufen. Heil. Jana im Arsch. Notfall, Notfall. Mit 500 Pokédollar. Wir werden richtig reich hier, hey. Was müsst ihr sehen? Ungewöhnlich, gewöhnliche Pokémon. Ja, was dagegen? Heilen, da war das Heilen. Jetzt wird der Brüder an der Pokémon heilen, ja klar. Flap, 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 flap. Dann brauchen sie wieder. Frisch und Wunder, yay. Dann würde ich sagen, fahren die und weiter geht's. Kleine Referenz am Rande. So, hier rein. Der lässt mich doch eh nicht vorbei. Natürlich, ne. Auf meine süßen Pokémon. Hier kommt euer köstliche Beute. Rocker Borte. Mikdal und Delino. Delino ist die Vorentwicklung von Vorlort. Ja, dürfte einiges aushalten, schätze ich mal. Aber Mikdal dürfte, glaube ich, kein Problem für uns in Jahr haben. Delino und Mikdal. So. Konfusion! Bam! Jawohl, schön. Jana, das war herrlich. So will ich das sehen, Jana. Das war gute Arbeit. Wow! Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Vinny, du kannst gar nichts. Lalalala, mach mir doch mal eine Rückkehr, um die AP von Konfusion zu sparen, ne? Zack. Meckenatz. Oh, der hat nicht mal einen Angriff geschafft. Den haben wir ja förmlich, wie heißt es? Losgestellt. Eine süße Pokémon! Gewinnt 5... Wow, bekommen wir bei jedem Kampf 528 Pokédollar. Das ist normal. Rebbe! Was? Rebbe? Okay. Was ist eine Pokémon für Rebbe? Was haben wir denn hier? 5-mal Superball! Oh, noms, noms! Das nehme ich doch gerne. 5-mal Superball. Mia, geh mal bitte aus dem Weg, danke. Ah, hier ist noch ein Bodybuilder, den besiegen wir auch gleich. Du bist wie ein Kämpfer-Pokémon, das um mich da gezogen wird. Aber mein Po ist in das Licht. Du könntest mir auch einfach eine auf die Fresse hauen. Aber nee, du willst einfach einen Pokémon-Kampf. Vollkommen logisch. Okay. Voldoball und Frizzle-Blitz. Ah, ja. Wir haben beide Statik und das ist Hilfe. Ah, beides Elektro-Pokémon, was mache ich denn? Zack und mach das. Oh, so wie, ja, dann mach auch noch die First Priority Attacks. Ja, das ist. Ja, gut, aber nach da macht sie keinen Schaden. Also von daher. Oh, Mann! Wohl doch mal stark. Ladevorgang. Damit wird die nächste Elektro-Attacke stärker, was es dann einsetzt. Uiuiuiui, what the hell? What the fuck? Dann machen wir das gleich noch. Gleich nochmal. Jo. Man. Also mal. Glück hat das Halbfinale gemacht, denn da würde es die Set springen und das massig Schaden machen. Massig. Also sind das, glaube ich, jedes Pokémon auf dem Feld, also. Das wäre böse geworden. Lalala. Mann, meine Pokémon war nicht stark genug. Wow, 744, auch mal was anderes als 528. Schön. Besiegt sie meine Pokémon. Ja, Pech gehabt, Kollege.
Und hier geht's noch weiter mit Trainern. Yay! Achtung, es geht los! Bist du erledigt? Nehme ich nicht. Biker Hips. Das sind Namen, ey. Warte. Dodo unlebbar. Dodo dürfte kein Problem sein. Lebbar wird wieder eine Menge aushalten. Also wenn ich immer sage, kein Problem, dann meine ich natürlich One-Hit-Opfer, ne? Klar, ne? Ja, aber kein Problem sind alle Pokémon auf diesem Spiel. Das war übertrieben, aber naja, ihr wisst, was ich meine. So, Konfusion auf Dodo. Oh, Diana, Diana. Yeah, muss ich doch. Einfach mal One-Hitter dieses Dodo. Was wir jetzt haben, es hat wieder eine Menge Verteidigung. Naja. Wie zieht der Biss ab? Verdammt wenig. Ja, ja, Komedie, das ist eine Attacke, die mehrmals trifft. Aber dafür glaube ich, die Angriff hat 15. Was nicht? Das ist kein Problem. Nem. Bis auf. Wie mache ich denn? Mach bis auf Waffen und Rückkehr auf den. Zack! Auf Rückkehr zieht echt eine Menge auf, muss ich sagen. Schöner Tag. Verdammt, ey, jetzt will ich ab! Oh, jetzt lag es auch eine Attacke, die mir mal trifft. Genauso wie Komet. Ich glaube, wie lange trifft den? Trifft den, glaube ich. Da kommt einfach mal mit und es trifft natürlich fünfmal. Die Attacke kann 2 bis 5 Mal treffen. Und natürlich trifft es 5 Mal. Warum auch nicht? Okay, reicht aus. Wenn ich muss Geheimpower bekommen. Reicht das nicht. Auch mit Geheimpower ist das kaputt. Ja, danke. Dankeschön. Dam. Wieder besiegt, Beige Hips. Du, besiegt? Ja. Du besiegt. Deine Kryptoform hätte ich dich locker besiegt. Gut, Leute, aber bevor wir jetzt hier weiter erkunden, würde ich sagen, das war Let's Play Pokémon Kolosseum für heute. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.